bienvenue à Paris. Ich stehe hier gerade an der Seine und das hinter mir war früher meine Schnellstraße, wo täglich bis zu 46.000 Autos durchgebraucht sind, also eine ganze Menge. Aber schon seit 2016 ist die Straße komplett für Autos gesperrt und nur noch für Fahrräder zugänglich. Und das ist nicht die einzige Straße in Paris, davon gibt es ganz viele, weil Paris das große Ziel hat, Fahrradstadt zu werden. Und wie es ist, hier in Paris Fahrrad zu fahren, das probiere ich heute mal aus. Ganze 1400 Kilometer Radweg hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schon geschaffen. Und es sollen noch mehr werden. Also hier in Paris Fahrrad zu fahren ist super schön. Die Stadt ist ein Traum, das Wetter natürlich heute auch. Und es macht mega Spaß, hier auf der Strecke zu fahren. Bis 2024 sollen alle Pariser Straßen für Radfahrer befahrbar sein. Wenn ich mir das so anschaue, muss da aber noch einiges passieren. Also hier oben zu fahren ist echt nicht ganz einfach. Man muss super vorsichtig sein, immer mit den ganzen Autofahrern und Fußgängern und natürlich Fahrradfahrern, die einem entgegenkommen. Aber wenn man ein bisschen Nervenkitzel sucht, dann ist man hier genau richtig. Unterwegs verraten mir einige Pariser, wie sie den täglichen Verkehr erleben. À cause de la mer, il y a beaucoup moins la place d'être en voiture. Donc c'est beaucoup plus agréable d'être en trottinette ou en vélo. Plus facile en tout cas. Moi j'aime beaucoup, mais pas aux heures de pointe. C'est un moyen extrêmement rapide et efficace pour avancer. Après, il y a toujours besoin de faire des marquages, de meilleurs marquages. Mais ça reste dangereux, mais c'est beaucoup plus agréable qu'avant et sécurisé quand même. Und mit wem gibt es die meisten Probleme? Il y en a plus avec les trottinettes qu'avec les vélos. Ouais. Les vélos, non, ça va. Si on respecte bien la piste cyclable, il devrait pas y avoir de soucis. I go every day to work and there are only bikers. Yeah. And they are more aggressive than the cars. Because there are no rules to respect. But the cars, yes, are dangerous also. Also ich muss sagen, der Tag in Paris hat mir super gefallen. Es macht echt Spaß hier zu fahren, ist allerdings auch nicht so easy, wie es aussieht. Also nicht ganz ungefährlich, deshalb muss man die Augen überall haben, vorsichtig fahren und auf jeden Fall einen Helm auf.